Maxi für Eingeschenkt TV mit einer kleinen Geschichte, die ich am ersten Tag des G20-Gipfels in Hamburg erlebte. Also, wie ihr seht, bin ich nicht mehr in Hamburg, ich bin nur noch an der Elbe, aber einige 100 Kilometer entfernt. Und ich habe mich beschlossen, die Berichterstattung abzubrechen, weil ich ein wenig verletzt wurde. Das ist nicht weiter schlimm. Im Vergleich dazu, was sonst so in Hamburg gerade passiert, das ist. Dagegen ist das wirklich sehr klein. Allerdings, was für mich irritierend und schon wichtig und schlimm ist in gewisser Hinsicht, ist einfach, wie diese Verletzung zustande kommt. Und das möchte ich euch jetzt hier erzählen. Also ich bin dieses Jahr zum G20-Treffen gefahren, um einfach davon zu berichten, von den Demonstrationen und vielleicht auch ein bisschen von dem politischen Hintergrund, der dort passiert. Dazu bin ich aber nicht großartig gekommen, weil kurz nachdem ich dort eingetroffen bin, traf ich dann auf meinen Kollegen Luke, den ich einfach schon kennengelernt habe in den letzten Jahren von den Bilderberg-Berichterstattungen. Und er war in Begleitung von Tim Pool, welchen ich dieses Jahr bei der Bilderberg-Konferenz kurz kennengelernt habe, und Lauren Severn, welche in Dresden letztes Jahr war und ich dort auch, also ich habe sie dort auch mal gesehen. Die letzten beiden kenne ich nicht wirklich. Tatsache ist aber, dass ich letztendlich mit diesen drei Leuten auf einem Foto gelandet bin. Und wir auf dem Twitter-Kanal von Sören Kohlhuber, der auch das Foto gemacht hat, als Faschisten bezeichnet wurden, als Mitglieder oder Anhänger der identitären Bewegung, was auf keinen von uns zutrifft. Also Lauren Severn ist sicherlich, steht dieser Ideologie durchaus nahe, der Rest von uns allerdings nicht. Er hatte keine Ahnung, wer wir sind. Er hat einfach gesagt, diese vier Leute sind Faschisten. Das hat er auch auf Nachfrage eines anderen Twitter-Kanals, der sich Antifa Info Hamburg nennt, hat er das auch nochmal hundertprozentig bestätigt, dass wir Mitglieder der identitären Bewegung sind, was, wie gesagt, so ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist, sage ich mal. Es ist Fake News, es ist eine Lüge gewesen. Und ich habe mich anschließend von der Gruppe getrennt, ja, also ich bin alleine losgezogen, ich wollte ja meinen Bericht machen, habe also dort ein bisschen das Geschehen eingefangen, ja, also dort gab es Redner, dort gab es musikalische Auftritte auf der Demonstration, wie man es eben kennt, ja, von TTIP und anderen Geschichten. Ich habe die Demonstration dann allerdings doch nochmal verlassen und bin dort auf Luke und Markus getroffen, die sich dann auch mittlerweile von Lauren und also von Lauren Savan und Tim Pool getrennt hatten. Und wir haben uns entschieden, nochmal auf die Demonstration zu gehen, obwohl wir eben auf Twitter schon gemerkt haben, dass Leute auch auf uns suchen. Wir haben aber gedacht, dass es nicht weiter schlimm ist, weil, wie gesagt, Lauren Savan war nicht mehr dabei und sie ist eben die Person, um die es ginge, dachten wir. So, und ja, deswegen haben wir uns entschieden, nochmal reinzugehen und dort haben wir dann Luke verloren im Getümmel so ein bisschen und ich war dann quasi mit Markus mehr oder weniger allein. Es war noch eine andere Journalistin aus Amerika dabei. Ende vom Lied ist quasi, dass Markus angegriffen wurde von einigen gewaltsamen Demonstranten dort, weil diese eben uns irgendwie mit dem Foto identifiziert hatten. Sie haben ihn einen Nazi genannt, einen Faschisten genannt. Ich möchte euch von diesem Angriff einfach mal einige Impressionen zeigen. Interessant ist auch, wie diese Leute mit diesem Foto von Sören Kohlhuber, und Sören Kohlhuber ist ein freier Journalist und Autor, ja, er schreibt Bücher, zum Beispiel Deutschland, deine Nazis ist eins seiner Bücher, welches ich jetzt gerade in Erinnerung habe. Mit diesem Foto wurde eben nach uns gesucht. I don't know what you're talking about. Who's that? What? Who's that girl? Und weil wir eben auf diesem Foto mit dieser Lauren Savan waren, wurden wir wohl des Faschismus beschuldigt. Ja, da kann sich halt jeder selbst sein Bild zu machen, ob man nun mit sogenannten Rechten quasi auf einem Bild sein darf oder nicht, ob man sich mit diesen Leuten unterhalten darf oder nicht.
ich für meine Begriffe, wie gesagt, kenne diese Frau kaum, aber ich wurde jetzt eben in diese Situation mit hineingezogen, weil ich mit ihr auf einem Foto war. Nach diesem kleinen Tumult dort am Rand des Protestes wurden wir dann von einigen der gewaltbereiten Demonstranten dort hinaus begleitet aus der Demonstration, haben uns dann erstmal in der Nähe der Polizei aufgehalten, gewartet, bis unser Kollege Luke hinauskommt aus dem Protest. Ihm ist Gott sei Dank an der Stelle noch nichts passiert. Where do we leave? Demonstration. Leave. Why? You know why? No, we are journalists. I don't know what you're talking about. Seriously. Be happy that the police is here. Excuse me. Be happy that the police is here. If we see you one time again, but the police is not. Can you please tell me what I did wrong? You grab my monopod. I got my gas. Wir haben uns dann entschlossen, letztendlich die Demonstration zu verlassen. Uns ist dann aber mehr oder weniger aufgefallen, dass wir bis jetzt einfach nichts hatten an brauchbarem Material. Ja, also wir müssen natürlich unsere Sachen filmen. Wir sind dort teilweise auch, haben dort einen gewissen Auftrag. Ja, also es geht dort auch um Geld. Ja, wir müssen davon leben und was nicht alles. Also wir mussten auch in gewisser Hinsicht zurückgehen, weil wir einfach Material brauchten, weil wir von dem Tag berichten wollten, von der Demonstration berichten wollten und wie gesagt uns auch keinerlei Schuld bewusst waren, warum wir dort angegriffen wurden oder warum wir überhaupt jetzt quasi im Fokus dieser Sache stehen. Als wir dann zurückkamen, haben sich die Polizeilinien allerdings etwas verschoben gehabt, was somit endete, dass letztendlich wir wieder in die Demonstration reingelaufen sind. Wir sind dann wieder ein Stückchen zurückgelaufen. Als das dann aber passiert ist, ist Folgendes passiert, wo ich mir dann auch meine Verletzungen zugetragen habe. Run away, Max! Run away! Watch your back, watch your back, watch your back! Ich habe mich dann anschließend entschieden, die Demonstration zu verlassen, weil meine Gehmöglichkeiten einfach eingeschränkt waren. Ich wollte ins Krankenhaus, um einfach zu sehen, dass das Knie nicht gebrochen ist und so weiter, weil ich sicherlich noch andere Sachen vorhabe in nächster Zeit und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen und es hätte auch wenig Sinn gemacht, bei dem ganzen Krawall, der dort letztendlich jetzt dort passiert, mit den Gehmöglichkeiten dort irgendwie an der Berichterstattung teilzunehmen. Deswegen habe ich mich entschieden, Hamburg dann zu verlassen. Also ich bin wenig verwundert, dass es dort gewaltbereite Demonstranten gab. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar mit der festen Erwartung hingekommen, dass es dort zu Ausschreitungen kommen wird. Das hat mich einfach auch interessiert und ich wollte das mal für mich erleben und festhalten und darüber berichten. Was mich allerdings schon verwundert, ist, dass ein offiziell akkreditierter Journalist, und ich kann nicht mal seine Intention mitteilen, warum er einfach von Leuten, die er nicht kennt, Bilder ins Netz stellt und sagt, sie seien Faschisten. Oder also eben Mitglieder der identitären Bewegung halt irgendwelche Aussagen trifft, die er so überhaupt nicht beweisen kann. Also es, ja, und wie gesagt, er hat diese Sache klar bestätigt und ist also fest davon ausgegangen. Es ist einfach jetzt ein Vorfall, der so passiert ist. Wie gesagt, glücklicherweise ist uns nicht mehr passiert. Wenn ich mir die Ausschreitungen in Hamburg anschaue, haben wir wirklich noch Glück gehabt mit den Verletzungen, die wir erlitten haben. Also Luke war betroffen, Markus war betroffen und wir wurden halt mehr oder weniger auch aufgefordert, die Stadt zu verlassen, die Demonstration zu verlassen oder es würde uns mehr passieren. Also ich finde es sehr schade, dass ich euch nicht weiter vom G20 berichten konnte. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Also ich hoffe, es hat euch interessiert, fandet das interessant. Also ich werde meine Arbeit in Zukunft selbstverständlich fortführen. Ne? Also mir macht es sehr viel Spaß, als wirklich so gut es geht neutraler Journalist auf Demonstrationen zu gehen, beide Seiten zu beleuchten und mich eben in meiner Berichterstattung eben für keine Seite letztendlich zu entscheiden und rede auch immer mit allen Seiten, wie ihr das sicherlich schon, wenn ihr den Kanal Eingeschenkt TV schon länger verfolgt, wie ihr das sicherlich wisst und so macht es mir auch Spaß und nicht anders. Und ich hoffe, das ist auch etwas, was ihr euch gerne anschaut. Deswegen, ja, wie gesagt, unterstützt Eingeschenkt TV, würde mich sehr freuen. Wir haben einiges vor noch diesen Sommer
Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.